Warum Embedded Spektroskopy? Was ist aus unserer Sicht das Spezielle an unserem Ansatz? Ich denke, das Ziel der ganzen Branche muss eigentlich sein, wirklich smarte, intelligente Sensoren auf den Weg zu bringen, anzubieten. Und da sind wir eigentlich überzeugt davon, dass wir da einen ganz guten Schritt gemacht haben. Man hat eben früher einen Sensor gehabt, proprietär bus zu einem Labor-PC. Das war der PC, der noch hier früher stand, bevor das embedded wurde. Heute ist das schon anders. Also wir haben eben sozusagen eine grafische Benutzeroberfläche auf Embedded-PCs. Ich bin sehr sicher, wenn man gute Hardware hat, da braucht man keine Angst zu haben, dass es dann am Ende über Preis geht, wenn man zum Beispiel vergleichbar ist, weil man die gleiche Kommunikation hat oder so. Wir haben hier einen Laptop in der Kabine gehabt, ja, in der Schlepperkabine. Was sucht ein Laptop in der Schlepperkabine? Hat da gar nichts zu suchen, ja. Was sucht ein Labormessgerät auf dem Fass? Hat eigentlich auch nichts zu suchen. Und das führt dann zu so komischen Sachen wie einem Feierabendknopf. Das Erste, was wir also weghaben wollten, ist eigentlich der Laptop. Wir sollen möglichst klein bauen, wir sollen die Flexibilität insgesamt erhöhen und wir sollen auch noch so nebenbei die Kosten senken. Das ist phänomenal. Also das ist ein ganz ein großes Argument dafür, dass dieser Sensor, den wir entwickelt haben, tatsächlich funktioniert, dass er auch die korrekten Werte liefert und dann von sich, und Herr Weinwald, jetzt bin ich wieder bei Ihnen, auf die Messwerte auch verlassen kann. Ja. Zum Glück haben wir hier ja vorgedacht und eben bei unserer Embedded-Platine über entsprechende Zusatzmodule können wir dort eben einen sehr, sehr breiten Bereich an Bussen, an Industriebussen anbieten. Somit war auch eine ISACAD-Realisierung relativ kurzer Zeit möglich. Sie kennen die Thematiken, die Sie mit dem PC haben. Alle 3 Jahre gibt es ein neues Betriebssystem, alte Betriebssysteme werden abgekündigt. Es ändert sich immer wieder etwas, es gibt Sicherheitsrisiken und Ähnliches. All das kann man hier natürlich ganz gezielt vermeiden. Kurze Zusammenfassung, wie stellen wir uns Embedded Spektroskopie vor? Also präzise, zuverlässig, wartungsarm, deshalb SS-Sensor. Echtzeitfähig mit eigener Hard- und Firmware. Wir halten also nichts von fertigen Rechnerbaugruppen, die kostengünstig vielleicht sein könnten. Schlank, ohne unnötige Funktionalitäten und Schnittstellen. Geschützt im Sinne von Cyber Security oder IT Security. Und vorbereitet für die schnelle Projektrealisierung, sodass man also nicht ein Riesenprojekt aus einer einfachen Sensorikanwendung in der Industrie machen muss. Dieses Texas und die modularen Baugruppen, das ist eine ideale Ergänzung, eben um schnell und kostengünstig diese Systeme zu entwickeln. Also wirklich auch schnell Time to Market. Innerhalb von 5 Tagen konnten da Konzepte direkt adaptiert umgesetzt werden.